Ja, liebe Freunde, damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Transportfieber Season 2. Und ja, wir spielen hier noch nicht mit dem Gameplay-Patch Beta, denn es gibt einfach noch zu viele Bugs und ich möchte mir das Spiel irgendwie nicht verhauen, denn ich weiß, das Spiel läuft mit dieser Version sehr stabil. Also werden wir vorerst mal, bis der Beta-Patch, bis der Gameplay-Patch auch wirklich öffentlich ist, solange spielen wir natürlich noch die alte Version. Aber ich denke, das macht uns nicht viel aus. Unsere Städte wachsen hier, wir sind natürlich weiterhin im Plus und hier wäre vielleicht mal ein zweiter Zug angebracht. Und da würde ich dann am besten gerne den gleichen nehmen. Ist die Frage, wie viel kann der fassen? Der kann 132 fassen. So, jetzt müssen wir den finden. Hier. Lebensmittel. Wie lang bist du? Du bist 143. Okay. So, du gehst hier auf die Lebensmittellinie. So, du wirst natürlich dann gleich wieder losfahren. Das verhindern wir mal. So, jetzt können wir das schnell machen, denn sie soll natürlich genau gleich losfahren. So. Wunderbar. Oh, das nervt mich, das kann man mal ausschalten. Ansonsten, was macht die Bahnlinie? Die macht die noch plus? Ja, oh, okay. Die hier macht kaum noch Plus. Okay. Wirklich Plus machen tust du ja nicht mehr. Das ist hier die neue Linie. Die Frage ist, warum? Einfach weil die im Stau stehen oder? Nee, nicht wirklich. Warum machen die jetzt nicht mehr so viel? Na, okay. Schwierig, schwierig zu sagen. Die Frage ist zum Beispiel auch, wie könnte man jetzt die nächste Stadt anschließen, die zum Beispiel hier wäre. Wo wir einfach auch sagen können, dass wir hier vorerst mal die LKWs herfahren lassen. Und da würde ich schlicht und ergreifend einfach das Terminal hier nehmen. So, mit dem Beta-Patch könnte man jetzt natürlich sagen, an welchem... Was ist denn jetzt los?
So, Entschuldigung, da musste ich kurz was trinken. Da hatte ich gerade irgendwas im Hals. Ich weiß nicht was. So, würden wir jetzt den Beta-Patch hier spielen, könnten wir natürlich das Terminal auswählen. Das geht hier noch nicht, aber das stört uns nicht weiter, denn bald ist es ja dann doch soweit. Aber wir müssen die natürlich benennen. Lebensmittel. Wie heißt die Stadt? Freyung. Alles klar. So, dann kriegst du hier deine LKS. Für Lebensmittel. Ja, ich würde am Anfang einfach mal 6 Stück nehmen. Und dann mal gucken, wie sich das Ganze hier verhält. Natürlich nach dem reinsten Chaos. Wie viel braucht ihr? 44? Ja, gut, ist nicht wirklich viel. Und hier haben wir fast jedes abgedeckt. Welches haben wir nicht? Das hier. Gut, dann bist du einfach abgerissen. So. Ich glaube, du musst erst einen Monat vorbeigehen. Genau, weil jetzt haben wir 100%, juhu! So kann man auch 100% kriegen, indem man einfach das Haus auf. Oh Gott, ist das verrückt. So, wir könnten natürlich auch sagen, dass wir hier eine Linie machen, hier nach oben. Das wäre natürlich auch was. Das wäre jetzt schlicht und ergreifend hier. Hup, hup! Aha. Ah, schöne Sachen dabei. Und dann setzen wir das einfach hier auf die Linie. Das ist dann auch Lebensmittel. Schwetzingen. Wunderbar. Jetzt brauche ich da ein Depot, das haben wir hier. Ich glaube, dann nehmen wir dann auch wieder die großen Lebensmittel. Nehmen wir auch mal 5, 6 Stück. Lebensmittel Schwetzingen. So, die Kurve hier entschärfen wir ein wenig, damit die Fahrzeuge hier schön weiterfahren. So. Oh, hier ist auch einiges. Aber wenn wir hier jetzt eine Busspur draus machen, die wir einfach hier komplett durch den Ort legen, dann müsste das eigentlich gut funktionieren. Aber da machen wir natürlich keine Busspur. Zack. So, und dann gehen die ersten LKWs auch schon hoch. Das ist sehr schön. Hier gibt es einen kleinen Stau. Aber nur einen kleinen. Eieieiei.
Kriegen wir das anders, irgendwie anders gelöst? Kriegen wir das da noch rein? Ob das so vielleicht besser gelöst ist? Muss man schauen. Ja. Ihr Helden, ihr sollt natürlich jetzt nicht alle gleichzeitig dort oben. Oh. Oh. Ihr seid echt so Helden. Das ist. Ich finde. Warum, wenn man einen zweiten Zug draufsetzt, geht es so stark zurück? Ich kann euch aber nicht sagen, warum. Warum? Nimmt der Zug einfach so viel auf? Oder nehmen die zwei Züge einfach so viel auf, dass sie... Dass sie unwirtschaftlich werden, oh ja. Müssen wir da einfach mal ersetzen, dann machen wir einfach mal... Jetzt haben wir 11... 10, 9, 8... Sofort ersetzen, ja. Ja, weil dann machen die natürlich deutlich weniger Minus. So, die macht schon Plus, das ist sehr schön. Aber die hier machen noch gar nichts. So, du drehst jetzt wieder um. Hier muss auf jeden Fall eine vierspurige Straße rein. So, du drehst auch gleich wieder um. Da wird wir hier die Verteilung ein bisschen hinbekommen. Das ist sehr furchtbar. So, das du drehst wieder um. Dass sie sich nicht selber verteilen können. Hier sind kaum noch Lebensmittel, obwohl wir jetzt eigentlich eine Stadt mehr versorgen. Null. Aber es werden ja im Grunde... Hä? Okay, wie sieht's hier aus? Gut. Na, weil wir die hier nicht erreichen. Auf dann machen wir jetzt einfach Trick 17. Ja, so ein großer Trick war das ja dann nicht wirklich. Wenn wir das hier irgendwie verbunden kriegen.
Aha. Okay, jetzt haben die da einfach eine Straße eingebaut und. So, hier sind auch die ersten angekommen. Ja, gut, die müssen dann so langsam auch mal ersetzt werden. Weil die fahren ja 60. Nehmen wir die hier für Getreide. Sofort ersetzen, ja. So, weil dann seid ihr nämlich ein bisschen flotter unterwegs. Könnt ein bisschen mehr mitnehmen. Dann sollte ja das Geschäft hier auch wieder laufen. Oh ja, oh ja, oh, 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 oh. Ich merke schon. Oh, die Concorde. Ich merke schon, wo sind sie denn hier? 20 Sekunden. Ist zwar ein schöner Takt, aber wir laufen auf Null. Das heißt, wir geben dem noch mal ein paar mehr. Ich würde ihm jetzt einfach mal vier mehr geben. Boah, das war Linie 6. Auch noch nicht benannt. Machen wir mal gleich. Das ist Getreide. Mama Schwarzheide. Getreide. Schwarzheide. Ja, Linie 5 wäre das. Das wäre Lebensmittel Schwarzheide. Lebensmittel Schwarzheide. Oh, was haben wir hier noch? Das andere sind die ganzen Überlandbusse. Das lassen wir einfach mal als Bus oder als Linie, sagen wir mal so. So, hier stehen sie überall an Linie 1. Das ist nicht so gut. Müssen wir mal hier nach größeren schauen. Aber im Moment noch die, die haben 11. Wollen wir mal die sofort ersetzen, ja. Und dann kriegst du da noch zwei mehr. Weil durch den Verkehr muss man sich ja erstmal kämpfen hier in der Stadt. Der im Grunde eigentlich bloß hier auf der Brücke ist. So, bist du voll? Nee. Waren die Züge plus? Oh ja, oh, pff, ja. Oh ja. Oh, die ganzen Volvos. Ui. Oh Gott, da kommt einiges.